Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zum zweiten Match von meinem Survivor Series Orakel. Es ist das Match der zwei Damen-Titelträgerinnen. Alexa Bliss trifft auf Natalya, wo es sein kann, dass hier nochmal ein Upgrade kommt, weil ich hau die Folgen ja jetzt heute am Montag raus und anscheinend ist nochmal ein Match zwischen Natalya und Charlotte angekündigt für SmackDown. Also kann sein, dass Charlotte eventuell diesen Titel sich noch holen wird und dass es dann zum Match zwischen Alexa Bliss und Charlotte kommt, aber wir nehmen das hier erstmal mit, ansonsten kriegt ihr eben dann noch ein Match mehr. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich in diesem Match Alexa Bliss nehme, weil, ja, weiß ich nicht. Gibt es eigentlich keinen bestimmten Grund. Also ich finde sie jetzt nicht mega attraktiv oder so, aber keine Ahnung, ich habe jetzt einfach Alexa Bliss genommen. Werde auf jeden Fall noch ein paar Leute von SmackDown steuern. Hier sehen wir es auf jeden Fall, wie sie zum Ring kommt. Little Miss Bliss. Ihr könnt jetzt schon mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Wem drückt ihr in dem Match die Daumen? Seid ihr für Alexa Bliss? Seid ihr für Natalya? Was haltet ihr von Natalya? Was haltet ihr von Alexa Bliss allgemein? Einfach mal ein bisschen hier die Kommentare füllen. Wäre sehr cool, wenn ich da einiges zu lesen hätte. Werde auf jeden Fall auch dann in die Konversation mit euch einsteigen. Freue mich drauf. Bei Survivor Series habe ich schon im ersten Video gesagt von meinem Orakel, da habe ich richtig Bock auf den Pay-Per-View. Das ist endlich mal wieder was, wo ich mich auf so gut wie jedes Match freue. Und ja, dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Damen-Match. Was danach kommt, weiß ich noch nicht. Aber im Prinzip ist es eigentlich sowieso egal. Ihr könnt euch das ja gerne in eurer Reihenfolge anschauen, aber das ist einfach so das, wie ich denke, wie es beim Pay-Per-View stattfinden könnte. Und ja. Kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, was ich so von Alexa Bliss halte. Also, sie ist echt gut am Mikrofon, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, wrestlerisch habe ich schon Besseres gesehen. Aber sie polarisiert auf jeden Fall, das kann man sagen. Die Männerwelt mag sie und hier kommt jetzt, ja, The Queen of Hearts. Oder wie sie sich auch immer selbst nennt. Natalya. Übrigens sehr, sehr lange. Jetzt habe ich mich verschluckt beim Wort. Schon sehr, sehr lange SmackDown Women's Champion ist. Ich hätte eigentlich hart gedacht, dass hier eine Carmella ihr viel schneller den Titel abnimmt, weil sie ja schon relativ lange jetzt den Money in the Bank Koffer hält. Und irgendwie Natalya hat für mich gewirkt wie so ein Übergangs-Champion, aber ich denke mal, das ist auch für Natalya jetzt, weil sie schon so lange dabei ist, dass sie auch mal wieder den Titel halten darf. Und ich meine, wrestlerisch hat es Natalya schon definitiv drauf, das kann absolut keiner abstreiten. Und ja, damit geht's dann jetzt mal los. Eingriffe nach dem Match sind aktiviert. Ich hatte beim letzten Orakel den Fall, dass ich Eingriffe während dem Match drin hatte. Und da kam ja beim dem einen Match, kam dann, wo ich mit Sasha Banks das Match hatte, kam dann auf einmal Bayley in den Ring und hat mich unterstützt. Und ja, das ist dann bei dem Match hier auf jeden Fall schon mal ausgeschaltet. Aber nach dem Match ist das definitiv möglich, weil ich finde einfach, ich mache hier ein Orakel und da will ich auch ein bisschen was dazu erzählen und nicht hier irgendwie, dass dann nach 2 Minuten schon jemand eingreift und eventuell eine Disqualifikation droht. Da habe ich keine Lust drauf. Ich glaube, in dem Match ist tatsächlich Natalya Favorit. Irgendwie weiß ich nicht, da glaube ich nicht so an Alexa. Oh, hier, Little Miss Bliss, wo was ein Seil springen kann. Oh je, da ist der erste Reversal. Ah, die Frauenmatches liegen mir eigentlich. In den Frauenmatches bin ich verdammt gut. Hab ich ja beim letzten Orakel schon unter Beweis gestellt. Einfach mal feiern lassen hier. Was war das denn? Nimm doch den Kopf mit, du blöde Nuss. Oh, das habe ich sogar noch reversed. Ich habe Natalya aber ordentlich Zeit gelassen. Und Natalya kann nicht, die kann gerade nichts machen. Das müssen wir ausnutzen. Und dann mache ich so einen blöden Move, ey. Ich könnte ausflippen. Komm, löst das. Wir müssen noch was anderes zeigen hier. Und das war zu spät, das war so klar. Nein, da kickt sie mich weg. Hä, was ist denn hier los? Was ist jetzt los, ey? Ist gerade hier Reversal Chaos.
Natalya is a third generation WWE superstar and a favorite on the E Network's Total Divas reality show. Nein, Mann, und da ist der Reversal von Natalya. Wir haben auf jeden Fall ein Signature, aber wir haben jetzt kein Reversal, um irgendwas zu machen. Jetzt kassieren wir. Ach, wir können aus dem Ring raus. Hey, du blöde Nuss. Ich komm da nicht dran. Ich komm einfach nicht dran. Und der ging gut. She's taking a while to get up here. I was just thinking the same thing, Michael. She's got her. Geht das gut? Ja, es geht gut. Ich hätte sogar Pin machen können, aber wollte ich jetzt nicht. She's in a bad way here. Bottom line, she's got to get up. She can't. Oh, Signature, kommt er? Ne, irgendwie nicht. Nein, und dann macht sie die Powerbomb. Mann! Was macht Natalya jetzt? Steigt aus der obersten Seil. Zu spät, natürlich. Ist auch niemals zu spät. Wie glitschen die hier oben? Die liegt doch erst auf dem Boden, dann auf einmal ist sie einen Meter weiter. Was ist das für ein Blödsinn? Wie ist denn das eigentlich bei dem Match? Ist das was, was ihr euch anguckt, oder ist das was, was ihr eher skippen würdet hier, diese Frauenmatches? Das wäre auch mal interessant zu wissen. So. Mensch, mal ein Signature hier gezeigt. Zweieinhalb Sterne Match erst, aber schauen wir mal, ob wir den Finish. Oh, das sieht gut aus. Da ist der Finisher von Alexa und Natalya liegt gut, dass das zum Pin reichen könnte. Schauen wir mal. Eins, zwei. Oh, Natalya kommt tatsächlich raus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil in der Karriere ist das bei mir teilweise so, dass da ein Finisher gereicht hat. Aber vielleicht liegt das auch daran, weil ich eben den The Rock Bottom als Finisher hatte. She's got that gleam in her eyes. Look at Alexa Bliss. She's feeling it. Alexa is playing to the crowd instead of handling. Oh, was ist jetzt hier? Was hat die denn für einen Move? Chokeslam oder was? Och man, und da ist der Reversal. She's got the skill and the stamina. Natalya wird langsam hier Favorit im Match. Stampfen wir mal entsetzt in den Ring. Nein, oh, da schmiert sie mir einen und ich verloren. Ey, was eine Schelle. Was eine Schelle von Natalya. Das haben wir reversed. Erstmal in den Ring zurück. Obwohl, nee, wir können auch mal hier ein bisschen High-Flying-Action nach draußen. Komm, Alexa. Jawohl. Ich glaube, das ist ein Move, den wird man nie von Alexa Bliss in der Realität sehen. So, Natalya hat ein Signature. Und vor allen Dingen hat sie wieder ein Reversal am Start. Kann es anders sein. Nein, Mann, da ist der Signature von ihr. Nein, das sieht nach Sharpshooter aus. Nee, doch noch nicht, zum Glück. Nein, zu spät schon wieder. Aber Rope Break, alles cool. Oh, Natalya. Verdammt, ich dachte, das wäre das jetzt mit dem Pin. Mann, das gibt's doch nicht, ey. Es nervt einfach so hardcore. Some trouble here is Alexa Bliss. This is not at all how she threw this thing up, guys. If she ends up, ich bin mal gespannt, ob das Match wirklich so viel Matchzeit bekommt in der Realität, wie wir jetzt schon hier haben. Oh, Natalya zieht mich in die Mitte des Ringes. Das könnte ihr Sharpshooter werden. Ja, da ist er. Oh nein, Mann. Oh nein. Sharpshooter applied. Natalya just seconds away from a victory here.
Ich gebe auf. Ach Mann, ey. Okay, diesmal habe ich das Frauenmatch verloren. Aber ist ja das, was ich auch selbst vermute, dass Natalya dieses Match gewinnen wird. Aber passt schon. War auch irgendwie so ein Angsthasen-Match für mich. Ich bin sehr, sehr oft rausgegangen. Schauen wir uns mal gerade die Highlights ein bisschen an. Müssen wir eigentlich mal aufschreiben, ob meine Prognosen so stimmen, wie ich sie hier in den Orakeln immer habe, oder ob das völlige Griffe ins Klo sind. Ja, da ist jetzt mein erster Pin-Versuch, wo ich echt erstaunt war, dass die da rauskam. Und das war so quasi der Game Changer, als Natalya ihren Signature durchgebracht hat. Da lässt sie sich feiern. Ich falle mit Alexa aus dem Ring heraus. Ja, und damit holt SmackDown den ersten Sieg bei diesem Orakel. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr von Natalya und Alexa haltet, was ihr glaubt, wer dieses Match gewinnen wird. Gerne auch auf meinem Discord-Channel vorbeischauen, Link dazu unten in der Videobeschreibung, wo ihr auch meinen Facebook, Twitter und Instagram-Account findet. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo oder ein Gefällt mir da lassen würdet, je nachdem, wie es bei diesen Social Media Plattform heißt. Wäre auf jeden Fall echt eine coole Aktion von euch. Ansonsten, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und habt noch kein Abo hinterlassen, es gibt jeden Tag eine neue Folge von der WWE 2K18 Karriere, die ich bis zum Ende von dem Spiel bzw. bis zum Release von WWE 2K19 durchziehen werde. Jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge. Ansonsten definitiv immer die Orakel zu den Pay-Per-Views und hin und wieder auch mal ein Special, wenn ich die Zeit finde. Also wäre sehr cool von euch, wenn ihr den Weg mit mir gehen würdet. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch gefallen und ja, wünsche euch dann noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, hoffentlich bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao!